letzter Antrag von den Fraktionslosen, der SPD, den Linken, den Grünen und, hurra, der FDP ein. Jetzt geht's los. Sehr geehrter Stadtrat, liebe Faschisten, Antifaschisten und Unentschlossenen, wir haben uns heute hier versammelt, um unter anderem eine Frage zu beantworten. Glaubt dieser Stadtrat Dresden habe ein Nazi-Problem? Lassen wir hierzu zunächst ein paar Dresdner zu Wort kommen. Es ist absurd, nach 5 Jahren Pegida, diversen Prozessen gegen Rechtsterroristen, hier und da mal einem rechtsmotivierten Anschlag, dem andauernden fremdenfeindlichen Übergriffen und unzähligen Hitlergrüßen und Hakenkreuzen die Frage nach Dresdens Nazi-Problem zu verneinen. Selbstverständlich ist das Nazi-Problem nicht auf Dresden oder Sachsen begrenzt, nicht mal auf Deutschland. Wer leugnet, dass unsere Gesellschaft gerade in Aufruhr ist und die Grundregeln der Demokratie und unseres menschlichen Miteinanders in Frage stehen, dem sind nicht nur unzählige Leitartikel, Bücher und Studien entgangen, sondern er hat nicht zuletzt die Wahlergebnisse oder ganz schlicht den Anschluss an das Zeitgeschehen verpasst. Dresden hat nicht nur als Pegida-Stadt eine besondere Rolle bei dem Erstarken der Rechten. Diese Stadt hat ein Problem mit Nazis. Es ist äußerst lästig, weil so unglaublich banal, jedes Mal wiederholen zu müssen, dass natürlich nicht alle Dresdner rechts- oder gar rechtsextrem sind. Das zeigt schon die Zusammensetzung dieses Rates. Wie viele Nazis braucht es eigentlich für einen Notstand, Nazi-Notstand? Wenn Menschen den Wert von Menschen und Menschen unterscheiden, ihnen das Menschsein, das Recht zu leben absprechen, so ist es nichts, worüber man mit ihnen reden muss, sondern inakzeptabel. Man mag Rassismus für eine Meinung halten, dann ist es aber eine, die eine Gesellschaft, wie sie zum Beispiel das allseits so beliebte Grundgesetz beschreibt, nicht tolerieren kann. Gesinnungsdiktatur werden die Nazis und Halbnazis blögen. Und ja, das ist es. Die Gesinnungsdiktatur, dass jeder Mensch gleich viel wert ist und die gleichen Rechte genießt. Das ist nicht verhandelbar. Zitat: Uneingeschränkte Toleranz führt mit Notwendigkeit zum Verschwinden der Toleranz. Denn wenn wir die unbeschränkte Toleranz sogar auf die Intoleranten ausdehnen, wenn wir nicht bereit sind, eine tolerante Gesellschaftsordnung gegen die Angriffe der Intoleranz zu verteidigen, dann werden die Toleranten vernichtet werden und die Toleranz mit ihnen. Karl Popper. In der folgenden Debatte werden die Nazis hier im Rat natürlich schäumend empört keine Nazis sein, irgendwas von Linksextremen, Diktatur und wenn es irgend noch geht, Messermann, ich habe meins übrigens dabei, und Ausländern zetern. Die CDU wird mit ihrem über Jahre so bemerkenswert erfolgreichen Rechtsextremismus nicht ohne Linksextremismus-Sprüchchen beweisen, dass sie Teil des Problems und nicht der Lösung ist. Man schneidet nicht das linke Bein ab, wenn das rechte Krebs hat. Man muss auch nicht vom Hunger sprechen, wenn man Durst hat, oder den Warnblinker anmachen, wenn man abbiegt. Es geht hier und jetzt darum, ein konkretes bestehendes Problem in dieser Stadt zu erkennen und zu benennen. Und das Problem sind nicht Linke. Jedem ist klar, dass dies vordergründig ein symbolischer Antrag ist. Ein Symbol dafür, dass die politische Vertretung der Bürger dieser Stadt den antidemokratischen, antipluralistischen, menschenfeindlichen und extrem rechten Entwicklungen der Dresdner Stadtgesellschaft laut und mit aller Deutlichkeit entgegentritt. Dass jene stärken soll, die seit Jahren vielen Widrigkeiten zum Trotz schon tun und auch andere motivieren kann, sich klar zu positionieren. Man muss nicht links sein, um rechtes Gedankengut zu ächten. Umso verstörender die teilweise starke Vehemenz der Ablehnung. Es gibt auch die drollige Kritik an dem Titel des Antrags. Der Duden, ein gängiges Nachschlagewerk der deutschen Sprache, gibt zum Notstand 2 Bedeutungen an. Zuerst A, Notlage. Und erst als zweites die besondere B, Situation, in der ein Staat in Gefahr ist. Gebrauch, Staatsrecht. Ich will den Kollegen ihr begrenztes Verständnis von Sprache nicht vorwerfen, aber in einem Gemeinderat ohne jedes Legislativrecht die Gefahr von Notstandsgesetzen zu interpretieren, verdient meine erheiterte Anerkennung. Bei Bildungs-, Pflege- und Wohnungsnotstand höre ich auch förmlich die Panzer rollen. Oder ist es doch das Wort Nazi, welches für Unbehagen sorgt? Nazis sorgen bei mir auch für Unbehagen. Man muss zwischen Nazis natürlich differenzieren. Manche sind gar keine Nazis, sondern Rechtsextreme, Faschisten, Rassisten, Antidemokraten und Antisemiten. Aber seit Nazi-Stadtrat Jens Bauer von der NPD sich empörte, kein Nazi zu sein, bin ich auch ein bisschen verwirrt. Schon gewusst, der Landesvorsitzende der AfD muss gerichtlich zertifiziert als Nazi bezeichnet werden.
Bevor das hoffentlich nicht allzu deprimierende Schauspiel nun seinen Lauf nimmt, möchte ich mich bei der SPD-Fraktion und insbesondere Dana Frohwieser bedanken, die sich unbeabsichtigt überzeugen ließ, meinen Gedanken in einen Antrag zu übersetzen und ihn einzubringen. Auch die Linken, die sich äußerst kurzentschlossen anschloss, und auch den Grünen, die als erstes begannen, sich an der Arbeit am Antrag zu beteiligen, gebührt Dank. Und nicht zuletzt auch der FDP, die sich nun auch klar gegen rechts positionieren will. Kommen Sie bitte zum Ende, Herr Adler. Danke. Viel Spaß. Wir treten damit in die Fraktionsrunde ein. Beginnt FDP-Fraktion, Herr Hase. Sehr geehrter Erster Bürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren Stadträte, um es gleich von Anfang an deutlich zu machen, wo wir stehen, ja, wir unterstützen natürlich das politische Grundanliegen des Antrages. Für uns sind die 12 Jahre zwischen 1933 und 1945 eben kein Fliegenschiss der Geschichte und wir sind uns unserer historischen Verantwortung bewusst. Wir halten auch nichts von einer Gleichsetzung von Links- und Rechtsextremismus. Natürlich, Extremismus jeglicher Art ist zu verurteilen und mit den Mitteln des Rechtsstaates konsequent zu bekämpfen. Doch ich glaube, es dürfte unstrittig sein, dass die politische Herausforderung, mit der sich unsere Gesellschaft seit einigen Jahren konfrontiert sieht, eindeutig von rechts kommt. Diese Gefahr zu unterschätzen, zu relativieren, hat schon einmal in unserer Geschichte nicht funktioniert. Von da geht ein Appell auch an die Kräfte der bürgerlichen Mitte, sich die Augen nicht zu verschließen und sich nichts vorzumachen. Da ist natürlich die politische Initiative, die von diesem Antrag ausgeht, unterstützenswert. Doch, und das muss an dieser Stelle auch möglich sein, Kritik ist angebracht. Gut gemeint ist nicht immer gut gemacht. Und ich hätte mir auch mehr Ernsthaftigkeit bei der Einbringung dieses Antrages soeben gewünscht. Nazi-Notstand, was soll das? Fragezeichen. Was wollen Sie mit dieser Überschrift erreichen? Herr Aschebach, ich teile Ihre Einschätzung nicht und ich habe, anders als Sie, ins Grundgesetz geschaut. Soll ich Ihnen mal erklären, was Notstand nach der Maßgabe des Grundgesetzes ist? Lassen wir das. Verfassungsrecht um diese Zeit muss nicht unbedingt sein. Aber ich würde doch schon darauf Wert legen, dass es, wenn es um den Begriff des Notstandes geht, wir nicht nur eine einfache Duden-Zitation nehmen, sondern uns vielleicht mit den Grundlagen des Staatsrechts auseinandersetzen, weil genau darauf zielt nämlich dieser Antrag auch ab. Ich denke, das können Sie so nicht gemeint haben und das steht natürlich auch inhaltlich in dem Antrag jetzt nicht mehr drin. Dann seien wir also bitte vorsichtig, wenn wir damit in die Öffentlichkeit gehen und solche Begriffe verwenden. Und ob dahinter ein Fragezeichen steht oder nicht, was mir von dem einen oder anderen der Antragsteller, Mitantragsteller gesagt wurde, das lasse ich mal dahingestellt. Sie wissen ganz genau, dass die Presse eine verkürzte Wahrnehmung hat. Und wenn wir diesen Antrag heute hier beschließen, dann werden wir morgen wahrscheinlich überall regional in der Presse davon hören, dass Dresden den Nazi-Notstand beschlossen hat, aber eben ohne Fragezeichen. Ob ein solches Signal in der Öffentlichkeit vor dem Hintergrund der laufenden Kulturhauptstadtbewerbung hilfreich ist, ob es für die hiesige Tourismuswirtschaft für einen Vorteil ist, das wage ich sehr stark zu bezweifeln. Also gehen Sie bitte in Zukunft mit unserer Sprache sorgsam um und opfern Sie nicht den Ruf unserer Stadt einer billigen Schlagzeile oder einigen wenigen Pressetreffern. Darüber hinaus hätte ich mich sehr gefreut, wenn wir von Anfang an gemeinsam an einer fraktionsübergreifenden Lösung gearbeitet hätten. Wer es ernst meint, mit einer breiten politischen Zustimmung, wer auch die politischen Kräfte der bürgerlichen Mitte mitnehmen will, der schreibt nicht einen provokativen Antrag, gespickt mit allerlei linker Wohlfühlsemantik und bringt ihn dann in den Geschäftsgang, um sich dann hinzustellen und zu sagen, ihr hättet euch doch einbringen können. Wir haben es nun kurz vor knapp heute Nachmittag geschafft, eine Einigung zu erzielen. Und ich freue mich sehr, dass Sie schlussendlich bereit waren, unserem Formulierungsvorschlag zu folgen. Dafür haben wir die kritische und problematische Überschrift akzeptiert. Aber das hätte alles eleganter und besser gelöst werden können. Was lehrt uns das? Wir sollten uns einmal fragen, wie wir als Demokraten in diesem Stadtrat miteinander umgehen und welches Bild wir nach außen abgeben. Ein politischer Außenseiter, und Herr Aschenbach hat es heute durch einige Beiträge ganz deutlich gemacht, der offenkundig selber noch nicht weiß, ob er lieber Satire oder Politik machen möchte, hat es geschafft, den Stadtrat auf die Rolle zu stellen. Was sagt das über uns aus?
Da kann man die Bürger dieser Stadt, da können die Bürger dieser Stadt zu Recht fragen, was treiben die da eigentlich im Rathaus? Ich bitte Sie, dass das, wenn wir uns in künftig auf den Weg machen, solche Anträge auf den Weg zu bringen, wir uns mehr Mühe geben, mehr miteinander sprechen, gerade wenn es um so ernsthafte politische Themen wie das Thema Rechtsextremismus geht. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Nächster Redner, Freie Wähler, Herr Hanig. Herr erster Bürgermeister, werte Damen und Herren Kollegen, ich bin ja neu in diesem Stadtrat und muss mich meinem Vorredner anschließen, auch wenn ich inhaltlich nicht in allen Ihrer Meinung bin. Aber das, was er zum Schluss gesagt hat über die Demokratie, das ist was mich auch sehr bewegt. Und deswegen gibt es von mir ein paar nachdenkliche Worte und nicht, wie Herr Aschenbach gesagt hat, irgendwelches geifernde Gehetze. Das ist eigentlich nicht mein Stil. Ich bin Strafverteidiger, ich bin sicher auch manchmal ein umstrittener Strafverteidiger und ich bin manchmal auch in der Art meiner Worte und in der Wahl meiner Worte angreifbar und umstritten. Aber ich versuche immer ehrlich zu sein und ich verteidige ehrlich die Werte dieses Rechtsstaats. Das ist das, was ich geschworen habe als Verteidiger. Das ist aber auch was, was wir hier alle geschworen haben. Wir haben geschworen, ich zitiere, ich schwöre, dass ich mein Amt nach bestem Wissen und Können führen, Verfassung und Recht achten und verteidigen und Gerechtigkeit gegenüber allen üben werde. So wahr mir Gott helfe. Ja. Einige von uns, und deswegen zitiere ich das, werden sich noch sehr genau erinnern, weil es ist keine 8 Wochen her, dass ich das hier vorne unterschrieben habe. Und Sie alle haben das auch irgendwann unterschrieben. Das ist der Eid, den wir als Stadträte geleistet haben. Und ich habe erhebliche Bedenken, dass wir uns auf einen Pfad begeben, in dem wir anfangen, das geltende Recht sehenden Auges zu verletzen. Bestimmt aus gutem Grund. Keiner in diesem Saal, und das unterstelle ich einfach mal, weil ich ansonsten den Glauben an jede Art von politischer Betätigung verlieren müsste, tut das, was er tut, nur aus irgendwelchen persönlichen Gründen. Sie alle wollen das Beste, die linke Seite genauso wie die rechte Seite, jeder beabsichtigt etwas mit dem, was er tut. Das will ich zumindest mal unterstellen. Wenn wir nun darüber reden, dass wir einen Notstand ausrufen, dann mag das symbolisch gemeint sein, dann kann man das auch wegwischen. Ich finde, man darf es nicht, weil mit dem, was wir mit unserer Sprache anstellen, beeinflussen wir das, wie wir denken. Dieses Denken beeinflusst unser Handeln. Und unsere Worte von heute werden möglicherweise Taten, Gesetze vielleicht auch von morgen sein. Und der leichtfertige Umgang mit dem Begriff Notstand, mein Vorredner hat es gesagt, ist auch ein staatsrechtlicher Begriff. Der Notstand im juristischen Sinne ist, und ich bitte Sie, das zu bedenken, einfach auch wenn es symbolisch gemeint ist, eine Aushebelung des demokratischen Gesetzgebungsverfahrens. Diese Aushebelung des demokratischen Gesetzgebungsverfahrens bedeutet im Klartext, dass die Verwaltung aus gutem Grund möglicherweise sich nicht mehr an das demokratische Verfahren halten muss. Das bedeutet, all das, was wir hier machen, jeder einzelne von Ihnen, ist obsolet und er kann es entscheiden. Oder der Herr Hilbert. Er kann auf einmal Dinge tun, die er als Verwaltung für nötig hält. Das bedeutet Notstand. Und ich finde es äußerst gefährlich, wenn wir nur mit diesem Begriff hantieren. Ich finde es grundsätzlich völlig in Ordnung, über die Frage von rechter oder von linker Gewalt zu diskutieren. Ich habe als Strafverteidiger sowohl mit rechten Gewalttätern zu tun, als auch mit linken Gewalttätern. Ich sehe dort keinen Unterschied. Und wir müssen uns mit der Art und Weise unserer Debatte natürlich auseinandersetzen, ganz klar. Aber wir tun es gerade nicht. Wir sind nur polemisch. Wir sind entgegen dem nunmehr geänderten Antrag eben nicht das, was hier drin steht. Ich zitiere mal Ihren Antrag. Werte Herren und Kollegen, was hier drin steht, hart in der Sache, aber mit Respekt vor der anderen Person und ihrer auch anderen politischen Auffassung, im fairen Meinungsstreit und so weiter. Entschuldigen Sie bitte, meine Herren und Kollegen, ich will hier keinen Aufruf machen, irgendwie, wir müssen uns alle ändern, das werde ich ohnehin nicht erreichen, Sie sind erfahrene Stadträte, aber es lässt mich nicht los, mein Sohn sitzt oben auf der Empore und wollte sich's angucken, der durfte sich vorhin anhören, wie hier Arschloch reingerufen wird, ich verstehe es nicht. Das ist der Anfang dessen, was in meinen Augen unseren Rechtsstaat kaputt macht, der leichtfertige Umgang mit Worten. Und wenn wir uns auseinandersetzen wollen, und insofern stimme ich dem Kollegen von der FDP wieder zu, wenn wir uns auseinandersetzen wollen mit demokratischen Gepflogenheiten, dann müssen wir es auf demokratische Art und Weise tun und nicht mit Polemik. Und die Ausrufung eines Notstandes ist Polemik.
Die Ausrufung des Notstandes, eines Nazi-Notstandes in dem Sinne, spielt an eine Zeit, wo diese Notstandsgesetze herkommen. Und das ist eigentlich, jetzt werden Sie wütend aufschreien, manche von Ihnen, das ist eigentlich Nazi-Sprache. Das ist nämlich, diese Notstandsregelung stammt aus der Weimarer Republik, aus der Zeit von 1928, als eine Unregierbarkeit eingetreten ist und man Notstandsgesetze geschaffen hat, um sozusagen regieren zu können. Aufgrund dieser Notstandsgesetze wurde Adolf Hitler zum Reichskanzler ernannt. Das berühmteste Notstandsgesetz, die berühmteste Notstandsverordnung ist die sogenannte Reichstagsbrandverordnung von 1933, die die Macht der Faschisten erst etabliert hat. Ich will damit nicht allzu sehr polemisieren und bitte nehmen Sie es nicht auf die leichte Schulter und belächeln Sie es auch nicht, was ich Ihnen hier sage. Das ist der Notstand gewesen. Der Notstand hat Deutschland ins Verderben geführt. Die Auseinandersetzung über rechte Gewalttaten ist was ganz anderes. Der stellt sich jeder von uns in diesem Saal, die einen lieber und die anderen weniger lieb, sage ich mal. Aber wir werden uns alle dieser Auseinandersetzung stellen. Dieser Antrag, so wie er hier liegt, mit dieser Überschrift vor allem, der darf von diesem Stadtrat so nicht verabschiedet werden. Es ist nicht demokratisch, es entspricht nicht dem, was wir geschworen haben, Schaden von der Stadt abzuwenden, sondern es wird unsere Stadt schaden. Es wird unsere Stadt schaden nach außen hin. Wir werden die erste Stadt sein, die Nazi-Notstand hat. Und das wird gar nichts bringen, es wird keinen Nutzen bringen, es wird nur Wasser auf die Mühlen all derer sein, die uns in Dresden schon immer schlecht machen, die schon immer sagen, wir sind alle nur braun. Es wird aber die Situation nicht verbessern. Kommen Sie bitte zum Ende, Herr Nick. Ja, ich möchte einen Schlusssatz vielleicht nur bringen. Genau. Ich möchte auch noch auf was anderes hinweisen. Die Freien Wähler können auch aus einem anderen Grund noch diesem Antrag nicht zustimmen. Er ist auch noch aus einem zweiten Grund ungesetzlich. Und das ist der Schlusssatz, der letzte Absatz hier. Ich bin auch als Strafverteidiger ein klein bisschen erschrocken, wie leichtfertig auch die FDP-Fraktion mit rechtsstaatlichen Grundsätzen umgeht. Der Verweis auf Straftaten wie den Lübcke-Mord, wie das Attentat in Halle, das ist ganz schlicht rechtsstaatswidrig. Die Täter sind nicht verurteilt, die haben als unschuldig zu gelten. Das ist ein Restanstand, den wir unserem Rechtsstaat schulden. Wir müssen uns an unsere eigenen Spielregeln halten. Bitte, sehr verehrte Herren Kollegen, diskutieren Sie mit uns über alles und immer und auch über Rechte und auch über Nazi-Probleme in Dresden. Aber stimmen Sie nicht diesem rechtswidrigen und der Stadt schadenden Antrag zu. Darum bitte ich ganz, ganz herzlich, bitte denken Sie an Ihren Eid und an Ihre Verantwortung für unsere Stadt und unsere Wähler. Ich danke Ihnen. Für die Fraktion Bündnis 90 Grüne, Frau Mühle. Herzlich willkommen, schönen guten Abend, erster Bürgermeister, guten Abend, liebe Stadträtinnen und Stadträte, herzlich willkommen, liebes Publikum, Engagierte hier auf der Tribüne und zu Hause am Computer. Ich hatte eine Rede vorbereitet, jetzt sind aber so viele Worte hier gefallen, auf die ich denke, eine Erwiderung notwendig ist. Als erstes natürlich der Titel, Nazi-Notstand. Ja, zugegeben, es hat nicht ganz ernst gemeint angefangen. Es hat aber auch etwas in Gang gesetzt, nämlich eine ernsthafte Beschäftigung mit dem Thema über 3 Fraktionen hinweg, am Ende sogar über 4 Fraktionen hinweg. Und herausgekommen ist aus unserer Sicht ein wirklich ernsthafter Versuch, hier Stellung zu beziehen gegen rechtsextremes Gedankengut, gegen antidemokratisches, menschenfeindliches und ja, rassistisches und so weiter Handeln. Und ich denke auch viele andere meiner Kolleginnen hier stimmen zu, dass wir deswegen diesen Antrag einbringen, gerade weil wir dieses Gelöbnis, von dem Herr Hannegrand gesprochen hat, unterschrieben haben. Und ja, Sie haben auch recht, die Sprache bestimmt unser Handeln. Und genau deswegen ist es notwendig, hier bei der Sprache Einhalt zu gebieten. Denn was wir sehen, ist jeden Montag eine Sprache, die so weit in Menschenverachtung abgleitet, dass es einfach nicht zu akzeptieren ist. Und nicht nur jeden Montag, sondern auch an anderen Stellen in Dresden. Und ganz nebenbei finde ich bei Sprache auch wichtig, dass wir hier versuchen, von Kolleginnen und Kollegen zum Beispiel zu reden und nicht von Herrn Kollegen. Das, was zum Beispiel heute Herr Hilse gemacht hat und die Reaktion dann darauf, haben Sie zu Recht angegeben. Aber ich sehe das, oder dort, wo Menschenverachtung angefangen hat und Sprache, die herabwürdigend ist, das war nicht unsere die Gegenrede, sondern das war Herr Hilse, der heute hier einen Tiefpunkt wieder der parlamentarischen oder hier Stadtratsdebatte gezeigt hat. Diesen Antrag gibt es, weil 3 Fraktionen das Thema wichtig ist.
Diesen Antrag gibt es, weil wir gerade denken, dass das, was zurzeit in Dresden passiert, das Image, was zurzeit Dresden hat, der Tourismuswirtschaft schadet. Nicht die Feststellung, dass wir hier ein Nazi-Problem haben. Fragen Sie Menschen, die, wenn es zum Beispiel um Fachkräftemangel geht, fragen Sie Menschen, ob sie gerne sich vorstellen können, nach Dresden oder nach Sachsen zu kommen. Fragen Sie Menschen, die überlegen, ernsthaft hier wegzuziehen. Können wir bitte die Rednerin in Ruhe ihre Rede halten lassen? Was wir heute hier haben, ist ein breiter Kompromiss mit der Feststellung, dass, wovon die Gefahr ausgeht, nämlich von rechtsextremem Gedankengut. Was wir auch haben, ist ein Zeichen der Solidarität mit den vielen Menschen, die sich täglich jahrelang hier engagieren, mit den vielen Menschen, die täglich hier Opfer von rassistischen Übergriffen und anderen fremdenfeindlichen Taten werden und anderen menschenfeindlichen Taten werden. Was wir haben, ist ein Zeichen und ein Leitbild für die Stadt für die nächsten fünf Jahre, für die siebte Wahlperiode. Und wir haben auch eine Grundlage für weitere konkrete Anträge. Es gab die Feststellung, da war manches zu viel drin. Wir haben Sachen gestrichen, die ich selber persönlich schade finde. Aber wir haben einen Kompromiss gefunden. Sogar, und was ich mich wirklich sehr freue, mit der CDU, mit der FDP. Entschuldigung, aber das würde mich natürlich noch mehr freuen. Leider wird die außerschulische Bildung jetzt nicht mehr erwähnt. Die Bildung für Demokratie und für politische Bildung, die ein lebenslang wichtig ist. Leider wird die Versammlungsbehörde nicht mehr erwähnt, die hier in Dresden eine besonders wichtige Rolle spielt. Aber damit ist der Antrag meiner Meinung nach kompromissfähig. Auch, und das wäre doch ein großartiges Zeichen, über die Gruppe der jetzt einreichenden Fraktionen hinaus. Vielen Dank. Vielen Dank. Nächster Redner für die CDU-Fraktion, Herr Dr. Brauns. Herr Erster Bürgermeister, meine Damen und Herren, ich kann an Frau Mühle mal anknüpfen, um ein Problem dieses Antrags generell einfach vielleicht mal auf den Punkt zu bringen. Sie haben gesagt, es ist eine Sprache in dieser Stadt und haben einen Blick sozusagen aufgenommen zu Pegida und gesagt, das ist einfach nicht zu akzeptieren. Ich lasse das so mal stehen. Was an diesem Antrag ist jetzt irgendwo dazu, trägt dazu bei, dass das jetzt eine Konsequenz hätte im Hinblick auf das Nicht-Akzeptieren? Und das ist genau das Problem dieses Antrags. Es ist reine Symbolpolitik. Es verwendet einen Begriff, da ist schon einiges gesagt worden, Notstand, und das hat auch weniger was mit juristischem Sprachgebrauch zu tun, sondern Notstand muss man sich ganz allgemein sprachlich einfach mal auf der Zunge zergehen lassen. Und dann kann man das natürlich so machen wie Herr Aschenbach, also wir machen da mal ein Fragezeichen, wir machen das einfach mal schlank weg. Und ich meine, wenn man die Ernsthaftigkeit dieses Antrags in Zweifel ziehen könnte, dann bitte ich einfach die Rede von Herrn Aschenbach schlicht nachzulesen. Sowas können wir hier einfach nicht gebrauchen. Und damit hat er diesen Antrag, wenn man ihn denn ernst hätte nehmen wollen, und ich bedauere alle diejenigen, die möglicherweise eine Hoffnung auf ein Signal dieses Antrags gesetzt haben, das, Herr Aschenbach, was Sie hier gemacht haben, ist ein Schlag ins Gesicht derjenigen, die Sie eigentlich unterstützen wollen. Da, glaube ich, werden Sie sich vielfach bedanken. Es ist ein Witz, es ist erbärmlich, was Sie hier gemacht haben, wenn Sie es denn überhaupt, wenn irgendjemand mal auf den Gedanken kommen würde, das ernst zu meinen. Wir, meine Damen und Herren, die CDU-Fraktion, wir akzeptieren einen solchen vollständigen sprachlichen Missgriff nicht. Und ein zweiter Aspekt. Ich lese es einfach mal vor, der hier drin steht, und das ist etwas, was einfach auch nicht geht. Das ist in Punkt 3, der, wie viel ist es da, der vierte Spiegelstrich. In den Opfern rechter Gewalt jede Hilfe erhalten, und in der die Landesbehörden mit allen Mitteln des Rechtsstaats konsequent Täterinnen und Täter verfolgen. Wieso denn nur die Opfer rechter Gewalt? Die Opfer jeder Gewaltanwendung haben den Anspruch. Applaus
meine Damen und Herren. Und wir sind für alle Bürger zuständig. Und wenn es darum gegangen wäre, hier die Mitte, die bürgerschaftliche Mitte mitzunehmen, dann wäre es ein Antrag gewesen, der nicht gegen irgendetwas ist, sondern der für etwas ist, nämlich für die Einhaltung der Regeln des freiheitlich-demokratischen Rechtsstaats. Der guckt nicht danach, ob Gewalt von rechts, von links, von vorne, von hinten, von oben oder unten kommt. Dass Gewalt angewendet wird in der politischen Auseinandersetzung, das ist das Fatale. Das untergräbt. Und das müssen wir beenden, meine Damen und Herren. Und mit solchen Symbolanträgen machen wir das nicht. 2017 haben wir das Gleiche beschlossen in dem lokalen Handlungsprogramm. Die Projekte laufen. Wird das jetzt alles ad absurdum gemacht? In welcher schnellen Reihenfolge wollen wir denn das alles wiederholen? Meine Damen und Herren, wenn es Ihnen darum geht, konkret, und da bieten wir unsere Zusammenarbeit an, wenn es darum ganz konkret geht, Maßnahmen hier zu beschließen und mal wegzukommen von dem, was wir immer mehr machen, ich bin ja nur auch schon lange Stadtrat, aber die Leiter, indem wir hier pausenlos Symbolanträge machen und uns nicht um die tatsächliche Arbeit kümmern, nämlich für unsere Bürger da zu sein, dann machen wir eine schlechte Arbeit und wir sind nicht bereit, das mitzugehen. Diese Einseitigkeit, wie gesagt, die zwei Punkte veranlassen uns, hier weder diesem Antrag noch dem Ersetzungsantrag der AfD zuzustimmen. Vielen Dank. Vielen Dank. AfD-Fraktion, Herr Lommel ist der nächste Redner. Wie wollen wir es mit den nächsten Wahlen halten? Ja. Sehr geehrter Herr Erster Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen im Stadtrat, liebe Zuhörer, wir beschäftigen uns mit einem Antrag, bei dem spaßeshalber auf der einen Seite, provokativ auf der anderen Seite, je nachdem, wie es gewünscht wird, von Notstand gesprochen wird. Ich komme nachher dazu, was ich unter Notstand verstehe, zumindest das nicht. Die Bürgerschaft in Dresden, ich bin zugezogen, sind seit 24 Jahren hier in Dresden, erlebe ich nicht als rechtsaußen oder rechts irgendwie belastet oder gefährlich. Nein, das sehe ich wirklich nicht. Und es gibt in Hamburg, es gibt in Dresden, es gibt in München, es gibt in Stuttgart Leute, die rechtsradikal sind, es gibt Rechtsextreme, es gibt Rechte, es gibt Linksradikale und es gibt Linksextremradikale und die ganz Linken, die sind in Konnewitz und das haben wir Gott sei Dank in Dresden nicht, meine sehr verehrten Damen und Herren. Das sind Zustände, die Dresden lebenswert machen, die wir Gott sei Dank nicht haben, die dort irgendwie gepflegt werden wie ein Pflänzchen, aber radikal Dresden-Bürgerschaft in weiten Teilen habe ich nicht erlebt. Es gibt das, gar keine Thema. Daher haben wir einen Änderungsantrag gestellt, das geht in die Richtung einiger Vorredner bereits, wo wir gesagt haben, okay, wir machen das mit, wir möchten gerne Radikalität, Extremismus ächten, aber das muss in jede Richtung gehen. Das Opfer fragt doch nicht, ob es erschossen wird von links oder rechts, das ist denen scheißegal. Das, was an Brutalität hinterlassen wird, an Kriminalität, das ist dem Opfer egal, ob es geschädigt wird von rechts und links. Straftat ist Straftat und den Schaden ist Schaden in gleicher Maßen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Meine sehr verehrten Damen und Herren, im Punkt 6 ist dem Antragsgegner tatsächlich mal ein Ausrutscher passiert. Da hat man tatsächlich mal von politischer Gewalt vernünftigerweise gesprochen. Ja, ich habe es mir durchgelesen. Das war richtig ein redaktioneller Fehler sicherlich. Gemeint war vielleicht nur rechts davor geschrieben, aber das wäre der richtige Ansatz gewesen. Es geht um politische Gewalt, die geächtet werden muss in jeder Weise, sondern der demokratische Diskurs um die guten Ideen. Und es gab heute auch sogar von einer ganz anderen politischen Richtung, wo ich gesagt habe, da habe ich jetzt mal gerne zugehört. Das hat mich weitergebracht. Das gab es sogar hier mal heute, ja, in Bauangelegenheiten. Aber der populistische Antrag, den wir hier sehen, gehört sicherlich nicht dazu. Es macht unsere Stadt verächtlich, unsere Bürger verächtlich und stellt sie in ein ganz schäbiges Licht, das sie nicht verdient haben. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Notstand, was ist für mich Notstand? Auch da möchte ich persönlich eine Antwort geben. Notstand ist, wenn Obdachlose im Winter erfrieren. Notstand ist für mich,
Wenn Familien nicht zu essen haben, weil sie sozial es nicht mehr hinkriegen, das ist Notstand. Und Notstand ist, wenn irgendwelche Tragödien passieren, wo wir als Zivilgesellschaft ohne Frage helfen müssen. Das ist Notstand. Was Sie hier gemacht haben, ist kein Notstand, sondern eine Verächtlichung unserer Stadt. Vielen Dank. Für die Fraktion Die Linke, Herr Schollbach. Meine Damen und Herren, Herr Erster Bürgermeister, wir hörten soeben Herrn Biedermann von den Brandstiftern. Von der Rechten, von der extremen Rechten gehen erhebliche Gefahren für unser Land aus. In den vergangenen Jahren ist dies wiederholt und auf besorgniserregende Weise deutlich geworden. Ich will erinnern an die Mordserie des NSU, die mindestens 9 Menschen das Leben gekostet hat. Ich möchte erinnern an die Verbrechen der Terrorgruppe Freital, die mehrere Sprengstoffanschläge in Freital und Dresden verübte. Ich erinnere an die Ereignisse auf dem Dresdner Stadtfest 2016, als rechte Schläger Jagd auf Ausländer machten und einen Menschen lebensgefährlich verletzten. Ich erinnere an die Taten der Freien Kameradschaft Dresden, deren Mitglieder inzwischen unter anderem wegen der Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung, gefährlicher Körperverletzung, wegen Landfriedensbruchs und des Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion zu erheblichen Freiheitsstrafen verurteilt wurden. Ich erinnere an die Terrorgruppe Revolution Chemnitz, die im vergangenen Jahr am 3. Oktober tödliche Anschläge geplant hatte und der gerade vor dem Oberlandesgericht Dresden der Prozess gemacht wird. Und ich erinnere an den feigen antisemitischen Anschlag in Halle, der 2 Menschen das Leben gekostet hat. Meine Damen und Herren, diese Aufzählung ließe sich noch lange fortsetzen. Und diese Entwicklung wurde nicht zuletzt dadurch begünstigt, dass der Staat zu lange, zu zögerlich auf die Ausbreitung und Verfestigung der Strukturen der extremen Rechten reagierte. Auch in unserer Stadt wurde dafür der Boden bereitet. Es war im Februar 2009, als hier der europaweit größte Nazi-Aufmarsch stattfand. Sowohl in der Zeit davor als auch danach war die Stadt Dresden ein bei Nazis beliebter Ort für Kundgebungen und Aufmärsche, woran nicht zuletzt auch die hiesige Versammlungsbehörde ihren Anteil hat. Das muss an dieser Stelle kritisch festgestellt werden. Und nicht vergessen werden sollte der Umstand, dass sowohl die spätere Rechtsterroristin Beate Zschäpe als auch der AfD-Spitzenpolitiker Bernd Höcke an diesen Demonstrationen in Dresden teilgenommen haben. Das Verwaltungsgericht Meiningen hat übrigens mit Beschluss vom 26. September ausgeführt, dass Herr Höcke als Faschist bezeichnet werden darf. Eine richtige Entscheidung, wie ich finde. Seit 5 Jahren hetzt nun Pegida auf Dresdner Straßen und Plätzen. Woche für Woche wird Hass auf Ausländerinnen und Ausländer geschürt, werden Verschwörungstheorien verbreitet und führende Repräsentanten unseres Staates verunglimpft. Die dort gehaltenen Reden erinnern in ihrem Duktus nicht selten an jene der Nazis und dürften an Rohheit, Vulgarität und Menschenverachtung kaum zu überbieten sein. Aus diesen Worten sind inzwischen Taten geworden. Jener Täter, der die Sprengstoffanschläge auf die Moschee und das Kongresszentrum in Dresden verübte und deshalb inzwischen wegen versuchten Mordes und besonders schwerer Brandstiftung verurteilt wurde, hatte zuvor bei Pegida mitgemacht. Er trat dort als Redner auf,
wurde von der Menge aufgestachelt und erhielt öffentlich Lob von Pegida-Anführer Bachmann, einem wegen Drogenhandels und anderer Delikte rechtskräftig verurteilter Straftäter. Inzwischen, meine Damen und Herren, sitzen Vertreter der extremen Rechten bundesweit in großer Zahl in den Parlamenten. Und nicht zuletzt im Angesicht der jüngsten Wahlergebnisse möchte ich abschließend den Epilog aus Der aufhaltsame Aufstieg des Arturo Uy von Bertolt Brecht zitieren. Ihr aber lernet, wie man sieht, statt stiert, und handelt, statt zu reden, noch und noch. Sowas hätte einmal fast die Welt regiert. Die Völker wurden seiner Herr. Jedoch, dass keiner uns zu früh da triumphiert, der Schoß ist fruchtbar noch, aus dem das kroch. Danke. Nächste Rednerin für die SPD-Fraktion, Frau Frohwieser. Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste, im Mai hatten wir eine Kommunalwahl. Danach war unter anderem neben 69 anderen Menschen hier der Stadtratskollege Aschenbach hier in dieses Gremium gewählt. Und wenige Tage später konnte man den Zeitungen entnehmen, er möchte sich hier gleich am Anfang in dieser Stadtratslegislatur mit dem Thema Nazi-Notstand beschäftigen. Die SPD hat nachgefragt, Kollege Aschenbach, was meinen Sie denn damit? Das wäre übrigens auch allen anderen möglich gewesen. Und da kamen zwei ganz klare Antworten, nämlich erstens, dass dieser Stadtrat gemeinsam und gleich am Anfang dieser Legislatur eine Grundsatzerklärung abgibt, in der er sich ganz deutlich bekennt, dass es in dieser Stadt Probleme gibt mit antidemokratischen Einstellungen, mit menschenfeindlichen Einstellungen und mit extrem rechten Einstellungen. Und zweitens, dass dieser Stadtrat am Anfang dieser Legislatur gemeinsam eine Erklärung abgeben möge, was die Leitlinien seines Handelns, was die Maßnahmen sind, um daran etwas zu ändern. Also nochmal, nicht die Ausrufung eines Nazi-Notstandes, das steht nirgendwo in diesem Antrag, das stand übrigens auch in der Ursprungsfassung dieses Antrages nicht. Und wenn mir jetzt ein Jurist allen Ernstes erklärt, ein Stadtrat könne einen Notstand im Sinne des Grundgesetzes ausrufen, nachdem der Oberbürgermeister einfach alles alleine tun kann, dann müssen wir dringend über die Qualität unserer juristischen Ausbildung nachdenken. Ich möchte Ihnen drei Argumente zu diesem Antrag sagen. Diese unsägliche Gleichsetzung, die wir hier viele, viele, viele Jahre erlebt haben und auch zum Teil gerade wieder anklang in den Redebeiträgen hier, extremer Rechter und Linker, die schrecklichen Taten, die wir in den letzten Wochen und Monaten in unserem Land erleben mussten, und Halle ist nicht so sehr weit weg von Dresden, beweisen doch, dass viele Menschen viel zu lange auf dem rechten Auge blind gewesen sind. Und in dem letzten Absatz dieses Antrages geht es überhaupt nicht um die Täter. Es geht um die Opfer, es geht um Herrn Lübcke, es geht um einen Eritreer, der in Wächtersbach auf der Straße gelaufen ist und aus einem Auto heraus beschossen wurde. Und es geht um Jüdinnen und Juden in der Synagoge in Halle, die glücklicherweise dem geplanten Anschlag entgehen konnten, aber leider fand der Täter zwei andere Opfer. Es geht um die Opfer. Und diese Opfer gibt es genauso in Dresden. Ich möchte nur zwei Namen jetzt nennen, Georges Gommon, da ich glaube, jedem ist dieser Name bekannt, schon 1991 in dieser Stadt ermordet, und Marwa El-Sherbini. Und Herr Dr. Brauns und Herr Lommel, nein, in Punkt 6 handelt es sich nicht um einen redaktionellen Fehler. Da steht in der Tat, wir ächten politische Gewalt, auch den Aufruf dazu und deren Verharmlosung. Sie werden sich darauf einstellen können, dass Sie in den nächsten Monaten sicherlich auch mit Anträgen zu tun haben werden zum Thema der Unterstützung von Opfern sexualisierter Gewalt und viele andere Themen. Aber darum geht es gerade in diesem Antrag nicht. Und wenn wir uns in diesem Antrag um die Opfer rechter Gewalt kümmern, heißt es nicht, dass wir andere Opfer vergessen. Zweitens, in unserem Land sind Dinge sagbar geworden, die für mich noch nicht mal denkbar sind. Mitten in Dresden
laufen seit 5 Jahren Menschen. Die tragen Galgen durch die Gegend, an denen sie symbolisch die Namen der Bundeskanzlerin und des damaligen Vizekanzlers tragen. Die haben auch vor ganz kurzer Zeit Teilnehmer dieser sogenannten Demonstration dazu aufgerufen, einen Landtagsabgeordneten und Stadtratskollegen aufzuhängen, und die rufen: Absaufen. Menschen sollen doch im Mittelmeer ertrinken. Und jetzt kann ich Ihnen sagen, warum die SPD-Fraktion auf Herrn Aschenbach zugegangen ist und gefragt hat, was er denn damit meint. Ich weiß nicht, ob Sie wissen, wo Sie am 22. Juli 2011 waren. Ich kann Ihnen sagen, wo 500 vor allen Dingen junge Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten waren, in Norwegen auf einer Insel, deren Namen die meisten wahrscheinlich vorher nicht kannten, Utøya. Sind innerhalb von 90 Minuten 69 vor allen Dingen Kinder und Jugendliche von einem Rechtsradikalen erschossen worden. Die jüngsten gerade mal 14 Jahre alt. Und deshalb, ja, ist es wichtig zu erklären, was wir tun wollen zur Stärkung der Zivilgesellschaft und wofür wir als Stadtrat sorgen wollen. Genau das steht in diesem Antrag. Deshalb bitte ich Sie, stimmen Sie in breiter Mehrheit diesem jetzt vorgelegten gemeinsamen Ersetzungsantrag. Ich begrüße das sehr und freue mich sehr, dass in den letzten 2 Monaten, seit der Antrag vorliegt, noch 2 Fraktionen sich da eingebracht haben und an dem Text mitgearbeitet haben. Verurteilen wir gemeinsam extrem rechte Einstellungen, Menschenfeindlichkeit, denn diese münden in Mord. Beziehen wir klare Positionen, erheben wir Widerspruch gegen solche Einstellungen und bekennen wir uns, wir alle miteinander sind verantwortlich, unsere Zivilgesellschaft zu stärken. Vielen Dank. Vielen Dank. Als nächste Rednerin Frau Schanetzi. Ja, ich möchte nur ganz kurz was ergänzen. Es ist die Frage aufgetaucht, dass wir uns doch nicht mit solchen Anträgen beschäftigen sollten, sondern was für Bürgerinnen und Bürger tun sollten. Und das finde ich an sich erstmal ein völlig legitimes Anliegen. Ich möchte nur zu bedenken geben, dass wir uns jetzt gerade so ein bisschen in formaljuristischen Debatten über Straftaten und Nichtstraftaten verloren haben. Rechtsextremismus, meine Damen und Herren, beginnt nicht erst, wenn eine Straftat begangen wurde. Rechtsextremismus ist eine Einstellung, die in dieser Gesellschaft bis weit in die sogenannte bürgerliche Mitte verbreitet ist, die in allen Parteien, die wir hier vertreten, in allen Wählerschichten verbreitet ist, und genau das ist unser Problem, und genau dazu wollen wir heute uns bekennen, nämlich dass wir dem entgegentreten, dass wir dem etwas entgegensetzen mit Bildung, mit sozialen Aktionen, aber eben auch mit dem klaren Bekenntnis zu Demokratie und zu freiheitlicher Grundordnung, genauso wie es hier eigentlich von fast allen Rednerinnen gefordert wurde. Von daher würde ich mir auch wünschen, dass alle Rednerinnen dem zustimmen können. Was ich aber auch sagen möchte, und das ist mir wichtig, und ich glaube, das ist zu kurz gekommen und das kommt immer in diesen Debatten zu kurz. Es gibt ganz viele Bürgerinnen und Bürger in dieser Stadt, die sich alleingelassen fühlen, weil sie Opfer von Gewalt werden, und zwar Gewalt jenseits der strafrechtlichen Grenze. Weil sie Opfer werden von Alltagsrassismus, von Diskriminierung, von Angriffen, von ekelhaften kleinen Nadelstichen, die sie nirgendwo zur Anzeige bringen können, die auch kein Gerichtsprozess wert sind, weil es einfach eklig ist, wehtut und immer wieder wehtut, wehtut, wehtut. Und mit denen sollten wir uns solidarisieren. Und ich glaube, darum ist es auch wichtig, dass wir uns als Stadtrat zu diesem Antrag bekennen und zu diesen Dingen, die in diesem Antrag stehen, bekennen, um diesen Bürgerinnen zu sagen, ja, wir sind auch eure gewählten Abgeordneten, wir wollen euch diesen Schmerz nehmen, und wenn wir ihn euch schon nicht ganz nehmen können, dann stellen wir uns wenigstens vor euch und zeigen uns solidarisch mit euch. Deswegen bitte ich Sie um Ihre Zustimmung. Danke. Vielen Dank. Nächster Redner ist Herr Maloney. Herr Erster Bürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren, Frau Frohwieser, ich hatte es Ihnen vorhin noch mal gesagt, ich bin eigentlich immer noch stinksauer, wie das ganze Ding losgelaufen ist. Ja, wir haben uns darüber verständigt und ich hoffe, dass wir das in Zukunft anders handhaben werden. Wir haben uns inhaltlich an diesem Antrag beteiligt, dem ich auch ganz schweren Herzens zustimmen werde. Und zwar kann ich dem Titel nichts abgewinnen. Unser Militärhistoriker und Bundeswehroffizier Holger Hase hat es ja gesagt, was sich in diesem Begriff eigentlich verbirgt. Und ich habe wirklich ein Problem damit, wenn man mit einem Nazi-Notstand anfängt und wenn man sich natürlich, was wünschenswert ist, dafür ausspricht. Wir haben es jetzt gerade von vielen Leuten gehört, ich bin nur Ingenieur, ich bin kein Sprachwissenschaftler oder Jurist.
So, wenn wir aber sagen, es kommt darauf an, welche Wortwahl man an welcher Stelle anwendet. Und sehr geehrte Damen und Herren, wir werden Sie in Zukunft genau daran messen. Wenn wir zukünftig von kapitalistischen Heuschrecken sprechen und dann Baufahrzeuge ein paar Tage später in Leipzig brennen, wenn wir davon sprechen, dass Fahrer von den von Ihnen gehassten SUVs angeblich kleine Geschlechtsteile haben und damit irgendwas kompensieren wollen, dann hoffe ich, dass Sie bei dieser Art von verbaler Gewalt zukünftig genauso entgegentreten werden. Sie lachen, Sie finden das witzig. Ich fand es nicht witzig. Ich fand das nämlich auch überhaupt nicht witzig, als am 3. Oktober, als hier eine schöne Feier in Dresden stattfinden sollte, an die Bundeskanzlerin Worte gerichtet waren, die unter aller Sau waren, die sich keiner Erziehung, die sich absolut nicht gehören. Das war peinlich, was da passiert ist. Und deswegen geht es mir darum, dass wir uns den Inhalt dieses Antrages, und dafür bin ich unserem Holger Hase dankbar, dass er es noch geschafft hat, den Text in eine ordentliche Form zu bringen. Leider dürfen wir den Titel aufgrund der Geschäftsordnung nicht mehr ändern. Leider, wir würden es sehr gern machen, weil dann könnte ich nämlich mit gutem Gewissen zustimmen. Aber ich hoffe und ich erinnere Sie daran, weil Tendenzen waren heute schon wieder erkennbar. Ich möchte, dass Sie nicht brandstiften hier bei Ihren Reden, die Sie halten. Dass Sie sich eben an sachliche Dinge halten. Ich streite mich mit Herrn Rautsch, mit Lamontagne vortrefflich über Radwege, Parkplätze und so weiter. Machen wir sehr gern. Aber wir machen das mit Sicherheit auf einem vernünftigen Niveau. Und ich möchte, dass wir das Niveau zukünftig beibehalten. Und ich werde heute, wie gesagt, zustimmen, schweren Herzens, und ich werde Sie zukünftig an Ihrem Verhalten, an das, was in diesem Antrag steht, messen. Und dann ist nämlich egal, ob es um Rechte oder Linke oder was weiß ich auch um für Gewalt geht. Verbale oder tätliche Gewalt. Und ich hoffe, Sie denken bei allem, was Sie sagen und tun, auch weil Sie mal schnell bei Twitter und Facebook loslassen, denken Sie in Zukunft daran, was in diesem Antrag steht. Vielen Dank. Nächster Redner ist Herr Schmählich. Sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister, werte Kolleginnen und Kollegen, Herr Maroni, wir leben nicht in einer Kuschelgesellschaft und niemand hat das Ziel, nicht auch harte Auseinandersetzungen zu führen. Und was mich sehr wundert, dass von Ihnen, von Herrn Brauns, eigentlich nur kritische Worte gefunden werden, ich sage mal, gegen links. Und eine Rechtfertigung, warum man in dem Fall der CDU eben diesem Antrag nicht zustimmen kann. Ich weise mal darauf hin, ich bin übrigens froh darüber, wenn nicht dieses komplette Haus diesem Antrag zustimmt, denn auch dieser Stadtrat hat ein Nazi-Problem. Ich möchte nicht von Notstand reden, weil glücklicherweise Sie noch nicht in der Mehrheit sind. Ja, Sie haben ein Nazi-Problem. Ja, weil, verehrter Herr Nick, Sie haben sich ja auch hingestellt und im Grunde genommen das Spiel gespielt, was die Rechten überall in diesem Land spielen, nämlich im Deckmäntelchen der Bürgerlichkeit so zu tun, als ob die anderen diejenigen sind, die unsere Gesellschaft spalten. Die AfD darf in diesem Land, übrigens Ihr Vorsitzender Herr Orban, ein Nazi genannt werden. Und er ist auch einer. Er ist auch einer. Und solange Sie sich nicht, die heute auch einen Redner eingeladen haben, der in einer widerlichen Art und Weise Menschen diskreditiert, beschimpft hat, solange Sie sich nicht von Ihrem eigenen Verhalten, Sie als AfD-Fraktion, distanzieren, solange sind Sie in jeder Form der hier gespielten Bürgerlichkeit völlig unglaubwürdig. Ihr Vorsitzender, Herr Orban, hat heute auf Twitter etwas gepostet: Krawallflüchtling, CDU-Staats- und Justizversagen machen Rechtsstaat zur Farce. Und dann schauen Sie sich mal bitte das an, was heute noch dort in der Timeline als Kommentare drin steht. Da ist nichts gelöscht. Auf dem Account der AfD Sachsen. Der letzte, mittlerweile schon über 20 Stunden online, sagt über den Betreffenden, der gehört abgestochen, damit hätte sich die Sache erledigt. Das ist der Geist, den Sie in dieses Land pflanzen. Das ist der Geist, den Sie auch in diesen Stadtrat gepflanzt haben mit Ihrer Anwesenheit. Und solange Sie sich nicht von diesen Dingen hier distanzieren, haben wir einen Nazi-Notstand, den wir bekämpfen müssen. Und ich erwarte auch von der CDU,
dass sie sich endlich mal von ihrem Narrativ befreit, dass Rechtsradikalismus oder Extremismus gleich Linksextremismus ist. Wir haben hier ein veritables Problem mit Rechtsextremismus und dem muss man sich stellen. Nur dann, wenn man das Problem, was wir auch tatsächlich haben, benennt, nur dann sind wir auch in der Lage, hier als Zivilgesellschaft, als Stadtrat eine glaubwürdige Gegenrolle wahrzunehmen. Dazu kann ich Sie nur auffordern und ich bin froh darüber, dass Freie Wähler und AfD diesem Antrag nicht zustimmen können. Vielen Dank. Vielen Dank. Nächster Redner ist Herr Wirz. Sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister, lieber Herr Aschenbach, ich meine, Sie sind in den ersten 100 Tagen hier im Amt und Sie fallen hier quasi unter Welpenschutz. Vielleicht machen Sie aufgrund Ihres besonderen parteilichen Hintergrunds einer Satirepartei auch Narrenfreiheit für sich geltend. Dann hätte ich aber folgende Bitte. Sie sind mir derzeit als Satiriker nicht komisch genug und als Politiker nicht ernsthaft genug. Sie glauben, das linke Bündnis vor sich hertreiben zu können. Und das haben Sie beim Klimanotstand schon gemerkt. Es geht nicht immer gut, das versucht der Schwanz mit dem Hund zu wackeln. Und ich werde nicht nochmal Stunden meiner Lebenszeit aufwenden, um auf Ihren miesen Anträgen, die einem guten Anliegen mehr Schaden als Nutzen zufügen würden, das merken Sie an dieser Debatte, versuchen auf dieser Glatze irgendwo Locken zu drehen. Ich habe versucht, in den Punkten 5 und 6 dieses Antrages positive parlamentarische Prinzipien aufzuschreiben, die eigentlich alle in diesem Stadtrat unterschreiben können. Weil dieser sogenannte Nazi-Notstand, der ist nicht nur juristisch falsch, er ist auch politisch falsch, er ist politisch vollkommen falsch, weil wenn Nazis auf der Straße marschieren, wenn sie in den Parlamenten ihre Stimme erheben, da ist es nie die Stärke der Nazis, die ein Problem ist, sondern immer die Schwäche der Demokratie. Sie hätten über einen Demokratienotstand reden müssen. Und Sie haben sich selbst Mitglied in diesem Gremium die Freiheit genommen, vom miesen Image dieses Gremiums hier zu schreiben. Das habe ich auch rausgestrichen, weil Sie geben das beste Beispiel, warum dieser Stadtrat manchmal in der Kritik steht. Es liegt nämlich daran, dass Einzelne dieses Pult hier zum politischen Schaulaufen ihres eigenen Geltungsbedürfnisses hier Raum geben. Und das ist ein Fehler. Ich möchte nicht, dass Linke und Nazis oder Linke und Rechte synonym besetzt werden. Ich möchte aber auch nicht, und da bitte ich Sie auch nochmal Ihren Vortrag hier genau anzuhören, dass Rechte mit Faschisten und Nazis gleichgesetzt werden. Es gibt Rechte, es gibt Konservative, es gibt Nationalliberale, die mit beiden Seiten, mit beiden Beinen auf dem Boden des Grundgesetzes stehen, die mit Faschismus nichts am Hut haben. Der Faschismus ist Faschismus, aber Rechte haben durchaus ihre Berechtigung am gemeinsamen Tisch des Pluralismus in diesem Haus. Und wir stehen im Wettbewerb mit ihm und diesen Wettbewerb müssen wir für uns entscheiden. Es ist grundfalsch gewesen, die Zerstrittenheit dieses Stadtrates und die Vorstellung dieses Stadtrates hier in irgendeiner Weise als Einzelantrag oder als Einzelner hier im Prinzip aufzuschreiben und nicht auf andere Fraktionen zuzugehen, die selbstverständlich auch für den Antifaschismus zu begeistern sind und zu haben sind, die selbstverständlich das Grundgesetz hier hochhalten, die selbstverständlich pluralen Meinungsstreit wollen. Ja, richtig, es steht jetzt hier drin, der Politiker Lübcke ist ein CDU-Politiker gewesen. Er ist erschossen worden, er ist ermordet worden und nicht einer von den Linken. Ja? Es sind Ausländer, sind ermordet worden. Und das ist das Schlimme, dass sie im Prinzip eine Hierarchie aufgemacht haben und hier im Prinzip polarisiert haben, links gegen rechts und rechts sind die Nazis. Und das ist falsch, davon distanziere ich mich. Und es ist das letzte Mal, dass ich so einem schlechten Antrag, der das Anliegen eher beschädigt, als ihm nützt, unterstütze, ihn ändere, und versuche, was draus zu machen und noch andere Leute mitzunehmen, was uns bei der FDP zum Glück gelungen ist. Das nächste Mal werde ich so einen Antrag ablehnen. Vielen Dank.
Ich habe jetzt zurzeit zwei Wortmeldungen von Herrn Dr. Brauns und Herrn Aschenbach. Hätte ansonsten gefragt, ob Herr Aschenbach mal Schlusswort dann? Ist okay? Gut, es werden sowieso noch mehr. Insofern müssen wir in der Reihenfolge bleiben. Dann wäre jetzt Herr Aschenbach erst dran und dann Herr Dr. Brauns und dann Herr Lichti. Schön, dass Sie die Demokratie erwähnt haben. Da geht es im zweiten Teil. Wenn wir hier heute zu dem Schluss kommen sollten, dass Dresden unter anderem ein Problem mit antidemokratischen Tendenzen hat, dann stellt sich die Frage, was führt dazu, dass sich viele Menschen von dieser Demokratie abwenden? Es muss einen Missstand geben, Unzufriedenheit mit dem, was ist. Was führt dazu, dass 1,8% der Wähler eine Satirepartei wählen? Die Verweigerung der Politik, mögliche Fehler bei sich zu suchen, ihre eigene Rolle zu hinterfragen, beeindruckt mich seit Jahren. Über die Phrase »kein weiter so« hinaus nach schlechten Wahlergebnissen kann man wenig Selbstkritik oder gar Umsteuern entdecken. Bei der Bearbeitung des Antrages, Herr Wirz erwähnt es eben, hat ein Satz es leider nicht in den Endausscheid geschafft. Vor dem Hintergrund der Vorbildfunktion gewählter Repräsentantinnen reflektieren die Stadträtinnen und Stadträte kritisch die eigene politische Praxis auf mögliche Ursachen, welche den miserablen Ruf des Stadtrates begründet haben könnten und dem Vertrauen in die Demokratie abträglich sind. Uns ist natürlich allen klar, dass sich keine Sau für Kommunalpolitik interessiert. Könnte das etwas mit dem Stadtrat zu tun haben? Auf keinen Fall, denn wie ich es hier immer wieder höre, ist der Stadtrat gar kein politisches Gremium, sondern ein Organ der Verwaltung, vermutlich der Blinddarm. Es werden sogenannte Kommunalpolitiker aus politischen Parteien in Wahlkämpfen mit politischen Versprechen gewählt, aber der Stadtrat ist kein politisches Gremium. Die politische Vertretung der Bürger ist gar nicht politisch. Okay. Die Sachs stellte mir nach der Wahl folgende Frage. Was täte der Demokratie gut in Sachen Reform zur Rückbindung ans Wahlvolk und für höhere Legitimation? Ich gab drei Antworten unterschiedlicher Länge zur Auswahl. A. Welche Demokratie? B. Demokratie ist schön, macht aber viel Arbeit. Und C. Demokratie ist keine Kultur, ist eine Kultur und kein System. Ein Kommunalpolitiker einer Partei Deutschlands meinte bei einer Podiumsdiskussion, seine Partei wäre ja gegen den Kapitalismus, aber es gäbe einfach keine Mehrheiten dafür. Der anwesende Politikwissenschaftler drehte sich einmal in seinem Stuhl und erklärte ihm dann grob über die Grundprinzipien einer repräsentativen Demokratie auf. Das erkläre ich euch immer wieder, ihr müsst erst mal das Angebot machen. Die Frage, was wollen die Wähler von uns, habe ich mir nicht ausgedacht. Das Selbstverständnis als losgelöster Teil von der Bevölkerung ist angesichts der Tatsache, dass nur etwa 1,8% selbiger Mitglied in Parteien sind, nur folgerichtig. Daraus ergeben sich neben der fehlenden Rückkopplung den unerträglich sinnentleerten Sprachcodes und den intellektuellen Inzest auch erhebliche personelle Defizite. Man muss nur Ministerpräsident Michael Kretschmer ansehen. Das ist das Beste, was die CDU zu bieten hat. Jugendforscher Heinzelmeier sagt, ich sehe wenig Licht am Ende des Tunnels, denn der unsympathische Konformist reproduziert sich sowohl bei der SPD als auch bei der CDU. Die Parteien ersticken so in ihren eigenen Monokulturen. Sie produzieren ständig Typen, die dem Zeitgeist widersprechen. Es sind Typen, die in die CDU oder in die SPD passen, aber nicht mehr in die Gesellschaft. Die über Jahrzehnte praktizierte Haltung, das ist zu kompliziert für euch Bürger, wir kümmern uns drum, hat jedes Bewusstsein für Mitbestimmung und die Notwendigkeit öffentlicher politischer Debatten karikiert. Ich konstatiere, die Parteien haben weder durch Mitglieder noch durch kommunikativen Austausch eine Anbindung an die Gesellschaft. Die als Kontrollinstanz unverzichtbare vierte Gewalt strauchelt, schwächelt und döst in dem Geflecht aus wirtschaftlichen Zwängen, politischen Verstrickungen und eigenen Interessen in einer sich in ihren Grundfesten veränderten Medienwelt. Gleichzeitig muss sich unsere Gesellschaft fragen, ob bei dem aktuellen Lebens- und Arbeitsmodell der Einzelne überhaupt die Zeit und die Kraft hat, sich hinreichend zu beteiligen. Fun Fact, die alten Athener haben damals den armen, ärmeren Bürgern, Fischern und so weiter, die Verdienstausfälle bezahlt, damit sie ins Theater konnten, damit sie befähigt waren, an der Demokratie mitzuwirken. Die verfickten zigtausend Jahre schon toten, in steinmeißelnden Ochsenkarren fahrenden Griechen. Abschließend ein Karl Jaspers Zitat.
Demokratie heißt Selbsterziehung und Information des Volkes. Es lernt nachdenken, es weiß, was geschieht, es urteilt. Die Demokratie befördert ständig den Prozess der Aufklärung. Er stellt dem die Parteienoligarchie gegenüber. Parteienoligarchie dagegen heißt Verachtung des Volkes. Sie neigt dazu, dem Volke Informationen vorzuenthalten. Man will es lieber dumm sein lassen. Das Volk braucht auch die Ziele, die die Oligarchie jeweils sich setzt, wenn sie überhaupt solche hat, nicht zu kennen. Man kann ihm stattdessen erregende Phrasen, allgemeine Redensarten, pompöse Moralforderungen und dergleichen vorsetzen. Es befindet sich ständig in der Passivität seiner Gewohnheiten, seiner Emotionen, seiner ungeprüften Zufallsmeinung. Zitat Ende. Welche Beschreibung treffender ist, mag sich jeder selber fragen. Nächster Redner ist Herr Dr. Brauns. Herr Erster Bürgermeister, meine Damen und Herren, Herr Wirz, mein tief empfundenen Respekt. Ich kann es tatsächlich nicht besser ausdrücken, als Sie es gemacht haben, worum es uns geht. Nämlich so, wie ich es gesagt habe, dass die Demokratie tatsächlich hier, wenn irgendwo etwas angekratzt, ich will es vorsichtig formulieren, zu sein scheint, dann sind es die Regeln des freiheitlich-demokratischen Rechtsstaats. Dazu gehört die Mitte, dazu gehört links, dazu gehört rechts. Aber es gehören auch die Richtlinien dazu. Und wenn hier gesagt wird, ich sage das nochmal, Herr Schmählich, Pegida, wen regt das nicht auf? Uns regt Pegida auf. Das ist die Frage. Und dann ist die Frage ja von Frau Mühle gestellt worden. Was machen wir denn dagegen? Was können wir machen? Und dann ist doch die spannende Frage. Halt, ja, richtig. Das kann man dagegen tun. Das machen wir. Ja, aber mit dem, ja, Sie können da lachen. Nur Sie mit dem, ja, dann sagen Sie das Ihren Kollegen. Meine Damen und Herren, es geht darum, dass die Freiheitsrechte, die wir haben, wahrgenommen werden können. Und wenn man eine andere Meinung hat, dann gilt es, die zu tolerieren, da wo sie nicht tolerabel ist. Und dazu verhält sich dieser Antrag eben überhaupt nicht. Was kann man denn dagegen machen? Und da ist der Stadtrat ziemlich allein. Das heißt nicht nur einfach Haltung, sondern wir brauchen mehr als Symbolpolitik. Und darüber sollte man sich unterhalten, immer in dem Rahmen, den wir haben. Meine Damen und Herren, da gehören natürlich auch, und da ist der Professor Ehninger derjenige, der etwas sehr Schönes bewirkt hat. Mehr als die Erklärung, die er seinerzeit gegeben hat, brauchen wir eigentlich gar nicht mehr. Nur es ist einfach fatal und deswegen sage ich nochmal, stimmen wir diesem Antrag nicht zu. Ich kann nur sagen, Herr Wirz hat es perfekt auf den Punkt gebracht, weil immer wieder dasselbe wiederzukäuen und im Ergebnis ändert sich nichts, macht keinen Sinn, stärkt niemanden, sondern es gilt, den Fokus auf das zu legen, was unser Gemeinwesen ausmacht. Und das ist die Toleranz, das ist aber auch das Aushalten anderer Meinungen. Und zum Schluss kann ich auch nur sagen, wer Herr Aschenbach hier zugehört hat, wollen Sie wirklich mit so jemandem zusammen irgendetwas machen? Ich glaube, Sie tun sich damit keinen Gefallen und unserer Stadt erst recht nicht. Vielen Dank. Nächster Redner ist Herr Lichti. Sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen. Herr Kollege Wirz, mit allem, was Sie gesagt haben, das halte ich für vertretbar. Ich habe auch im Ausschuss gesagt, dass ich diese Diktion vom Notstand für verfehlt halte, aus den Gründen, die hier von verschiedener Seite schon gesagt worden sind. Ich habe auch ein gewisses Verständnis dafür, dass die Spaßeskraft von Herrn Aschenbach bei manchen durchaus differenziert ankommt. Da
gehe ich auch durchaus mit Ihnen. Aber was ich schade finde, ist, dass Sie diesen Prozess, den wir in den letzten zwei Monaten hier vollzogen haben, bei diesem Antrag nicht würdigen. Das war ein schlechter Start oder ein umstrittener Start, sagen wir mal. Aber es ist doch mit der Mitarbeit vieler was Gutes rausgekommen. Und ich finde es schade, dass Sie diesen Prozess nicht in der Lage sind, zu würdigen in der Weise, wie es Ihnen zukommen würde. Aber ich habe mich gemeldet, weil ich durchaus auch noch etwas sagen wollte, wie es hier im Stadtrat aussieht. Und da sehe ich jetzt mal Richtung AfD. Wenn wir uns die Entwicklung der AfD ansehen, Herr Lommel, ne, dann müssen wir feststellen, dass die AfD ein völkisch-autoritäres Gesellschafts- und Staatsbild vertritt, das ich persönlich nicht für vereinbar mit dem Grundgesetz halte. Die AfD ist eine Partei, die die Grundwerte des Grundgesetzes, insbesondere die Gleichheit aller Menschen, nicht akzeptiert, sondern die im Grunde ein völkisches Gesellschafts- und Volksbild vertritt, nachdem Mitglied des deutschen Volkes nur sagen kann, wer deutsches Blut und so weiter. Wir kennen ja diese ganze Litanei aus ganz schlechten Zeiten der deutschen Geschichte. Letztendlich vertreten Sie das. Und Sie wissen, dass Sie sehr genau beobachtet werden hier im Stadtrat. Sie wissen auch, dass Sie sehr genau beobachtet werden, was Sie im Ausschuss sagen. Und das ist ja durchaus sehr interessant. Denn dort haben Sie bisher diese Linie, die von Ihrer Landes- und Bundespartei bekannt ist, so nicht erkennbar vollzogen. Sie haben sich sehr moderat gegeben, auch Ihr Antrag, den Sie hier eingereicht haben, ist sehr moderat. Aber ich sage Ihnen ganz klar, das wird Ihnen nichts nützen, solange Sie sich nicht distanzieren von solchen Menschen wie Herrn Bernd Höcke oder solchen Leuten wie Herrn Jörg Orban, die eindeutig auf der Seite eigentlich schon des Faschismus stehen, die also nichts mehr mit einer deutschnationalen oder betont konservativen Ausrichtung, was sie sich selbst sehr gerne zuschreiben, aber auch nichts mehr das Geringste zu tun haben. Und Herr Müller, wir haben uns ja letzten Mittwoch gesehen bei der Veranstaltung im Deutschen Hygienemuseum und Sie wissen es ganz genau, was dort passiert ist. Sie standen zuerst dort mit anderen Leuten ihrer Gesinnung vor dem Deutschen Hygienemuseum, haben dort ein Transpi hochgehalten, was Mission Lifeline mal wieder als Schlepper bezeichnet hat. Ne? Das ist Ihre Meinungsfreiheit. Das können Sie tun. Wobei ich mir schon dann frage, wie kann man so charakterlich stehen in sich selbst, um so etwas tatsächlich zu behaupten. Ich weiß nicht, weil ich zu spät gekommen bin, ob Sie auch bei den Störern dabei waren, die versucht haben, die Aufführung des Filmes zu verhindern, die dann von der Polizei abgeführt werden mussten. Okay, Sie sagen, Sie waren nicht dabei, will ich es mal glauben. Aber ich habe selber erlebt, als dieser eine Zuhörer aufgestanden ist und hier eindeutig antisemitische Verschwörungstheorien von sich gegeben hat, der nämlich eindeutig davon gesprochen hat, dass Mission Lifeline von George Soros bezahlt werden würde, um den großen Austausch, dass ja dieses große Generalnarrativ der Rechten in Deutschland, Entschuldigung, Herr Wirz, der Rechtsextremen, der Rassisten in Deutschland, die allen Ernstes glauben, dass es einen großen Plan der jüdischen Weltverschwörung gäbe, finanziert von Herrn Soros, der darauf abzielte, jetzt schwarze Bevölkerung nach Deutschland zu bringen, um hier das deutsche Volk auszulöschen. So ein Schwachsinn, glauben Sie. Und Herr Müller, ich sage es, weil ich es gesehen habe, Sie saßen neben diesem Menschen, der dieses behauptet hat, und Sie haben ihm Beifall gezollt. Und Ihre Kumpanen in Ihrer Reihe haben es auch getan. Das sind diese Leute, die Sie unterstützen. Sie als AfD geben sich hier im Stadtrat ganz bürgerlich, ganz nett, machen manierliche, passable Anträge, aber draußen auf der Straße benehmen Sie sich anders und unterstützen genau dieses Potenzial, dieses rassistische, antisemitische Potenzial. Und Herr Müller, ich sage Ihnen, und ich sage es zur gesamten AfD-Fraktion, Sie sind ja auch AfD-Kreisvorsitzender, solange Sie sich nicht deutlich erkennbar, für alle hörbar, davon distanzieren, nehme ich Ihnen nicht ab, dass Sie normale, im Wirtschen Sinne, Rechte sind, sondern solange bleibe ich bei meiner Überzeugung, dass Sie höchstwahrscheinlich wirklich Faschisten sind. Und ich wünsche mir wirklich, dass Sie möglichst schnell aus diesem Stadtrat wieder verschwinden. Es gibt einen Geschäftsordnungsantrag von Herrn Genschmann.
eins, zwei. Ja, ich glaube, die Meinungen sind ganz schön ausgetauscht. Ich glaube auch, wir sind hier gewählt worden, um Sachpolitik zu machen. Lassen Sie uns diesen Antrag abstimmen, dann werden wir sehen, wie er ausgeht. Vielleicht wollen dann auch ein paar Dresdner die Stadt schnell verlassen und wir können noch in Ruhe weiterarbeiten. Das war ein Antrag auf Schluss der Debatte. Herr Genschmer? Gut. Gibt es Gegenrede dazu? Bitte sehr. Zur Gegenrede? Nee, wir sind im Moment im Geschäftsordnungsteil, der Geschäftsordnungsantrag, Schluss der Debatte. Es könnte einmal jemand Gegenrede halten. Gut. Gut, alles klar. Es war nur wegen des Mikros schwierig. Alles klar, gut. Dann rufe ich den Geschäftsordnungsantrag auf Schluss der Debatte zur Abstimmung. Dieser ist bei 19 Ja-Stimmen, 47 Nein-Stimmen und einer Enthaltung abgelehnt. Nächster Redner ist Herr Hannig. Herr Bürgermeister, werte Kolleginnen und Kollegen, und ich entschuldige mich ausdrücklich, dass ich das mit den Kolleginnen nicht gemacht habe. Ich habe da wirklich wenig Erfahrung. Ich werde versuchen zu lernen. Sie haben Herrn Aschenbach gerade gehört, Sie haben auch Herrn Lichti gehört. Ich zitiere nochmal, was Sie hier in Ihrem eigenen Antrag stehen haben. Ja, in einem fairen Meinungsstreit bemühen sich um die Wahrung der politischen und der Streitkultur, suchen über unterschiedliche politische Grundüberzeugungen hinaus Kompromisse. Das steht in Ihrem Antrag. Wir haben schon wieder diese Kompromisse und diese Streitkultur vermissen lassen. Und wenn Sie von der FDP, Entschuldigung, dass ich Sie direkt anspreche, ist gar nicht da, der Kollege, aber wenn Sie von der FDP Probleme haben und sagen, ich habe Bauchschmerzen mit dem Antrag und ein paar Abgeordnete der Linken haben das, dann lassen Sie uns diesen Antrag bitte nicht machen. Und zwar jeder einzelne von Ihnen. Ich bin deswegen nochmal nach vorn gekommen, um an jeden einzelnen von Ihnen zu appellieren. Lassen Sie uns gemeinsam einen Antrag finden, der Mehrheiten findet. Und die Freien Wähler werden jeden Antrag unterstützen, in dem die Erklärung gegen Nazis und gegen Faschisten drin ist und gegen jede Form von Radikalismus. Aber einen gemeinsamen Antrag, den wir gemeinsam machen könnten, fraktionsübergreifend, als Dresdner, das wäre ein Zeichen für den nächsten Stadtrat, ein Zeichen an die ganze Welt zu sagen, wir Dresdner Stadträte sind bereit und in der Lage, über diese politische Polemik hinweg uns gemeinsam gegen Rechtsradikalismus und gegen diese Tendenzen zu erklären. Ich persönlich glaube dran. Und deswegen bitte ich dringend nochmal darum, dass Sie auch heute, wenn Sie Bedenken und Zweifel haben, Leuten wie dem Aschenbach, Entschuldigung, wie dem Herrn Aschenbach zu folgen, der so einen Müll aus unserem Stadtrat macht, der uns verhöhnt, aber Sie unterschreiben ja seinen Antrag mit. Folgen Sie bitte diesem Antrag nicht, auch als Einzelner nicht, auch gegen die Meinung Ihrer Fraktion. Lassen Sie uns bitte dieses Ding heute scheitern und was Vernünftiges für Dresden draus machen. Bitte, jeder Einzelne von Ihnen, denken Sie nicht als Fraktion, sondern denken Sie an Ihre Verantwortung als gewählter Stadtrat. Das würde ich mir sehr, sehr wünschen. Danke. Ich sehe jetzt noch eine Wortmeldung, das wäre dann das Schlusswort, Frau Mühle. Bitte sehr. Ja, jetzt ist so viel ausgetauscht worden, was der Antrag möchte, was man denkt, was der Antrag möchte oder nicht möchte, wogegen oder wofür er ist. Und um das nochmal klarzumachen, möchte ich jetzt einfach nochmal ganz sachlich einen Teil des Antrags vorlesen. Denn dann wird vielleicht deutlich, dass es nicht ein Antrag ist gegen etwas, sondern für etwas. Der Stadtrat erklärt für die 7. Wahlperiode, dass er sich immer dann, wenn die Gleichwertigkeit aller Menschen bestritten wird, die Stadt Dresden und der Stadtrat ohne zu zögern schützend vor die Bedrohten stellt. Die Gleichwertigkeit aller Menschen ist das Leitmotiv unseres Handelns. Bestimmte folgende Leitlinien und Ziele sollen dabei das Handeln des Stadtrats und der Verwaltung prägen. Und zwar das Bild von Dresden als einer Stadt, die sich für ein soziales Miteinander einsetzt und insbesondere die Interessen benachteiligter Gruppen berücksichtigt, um Verständnis, Rücksichtnahme und Zusammenhalt zu fördern, die ein öffentlicher Platz ist und ein Forum, wo Menschen sich begegnen, ins Gespräch kommen und einander unterstützen. Eine Stadt mit einer engagierten Bürgerschaft und zivilgesellschaftlichen Bündnissen, die sich aktiv für Menschenrechte einsetzen, Benachteiligte unterstützen, in der Nachbarschaft aktiv sind,
sich um ein demokratisches Gemeinwesen kümmern und die von der Stadt organisatorisch, finanziell und wertschätzend unterstützt werden. In der Opferrechte Gewalt jede Hilfe erhalten und in der die Landesbehörden mit allen Mitteln des Rechtsstaats konsequent Täterinnen und Täter verfolgen. Eine Stadt, die die Verbreitung von antidemokratischen, antipluralistischen, menschenfeindlichen und extrem rechten Einstellungen auf ihren zentralen Plätzen nicht unwidersprochen lässt. Und eine Stadt, die sich der unverzichtbaren Bedeutung von Kunst und Kultur für Diskurs, Identitätsstiftung, interkulturellen Dialog und Teilhabe bewusst ist und sich dafür einsetzt, diese zu unterstützen. Sie sehen ganz viele Punkte, für die dieser Antrag steht. Und genauso wie Herr Hannig bitte ich jeden einzelnen Stadtrat, Stadträtin, sich wirklich zu überlegen oder diesen Antrag zu unterstützen, weil ich denke, er ist konsensfähig und ist wichtig und hat eine Bedeutung. Und ich bitte vor allem auch die Redner, und zwar alle Redner, ihre Reden hier mal unter diesen Gesichtspunkten zu reflektieren. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich würde jetzt gerne den Abstimmungsgang mit Ihnen sortieren. Also wir haben zunächst einen Ausgangsantrag und dazu einen federführenden Ausschussbericht. Es gab dann einen Änderungsantrag der FDP, von dem ich davon ausgehe, dass er sich erledigt hat, weil Sie jetzt Gegenstand der interfraktionellen Antragsteller sind. Damit haben wir im Moment noch einen Ersetzungsantrag der AfD und den Ersetzungsantrag interfraktioneller Art. Da der Ersetzungsantrag der AfD sich vom eigentlichen Antrag und auch vom Beschluss des Ausschusses am meisten entfernt, ist er der weitergehende. Würde also der AfD-Antrag zuerst abgestimmt werden und dann der interfraktionale Ersetzungsantrag. Und nur sofern der keine Mehrheit findet, müssten wir dann die weiteren Schritte besprechen. Damit rufe ich zunächst auf den Ersetzungsantrag der AfD und bitte um Abstimmung. Dieser ist bei 12 Ja-Stimmen, 55 Nein-Stimmen und einer Enthaltung abgelehnt. Ich rufe nunmehr den aktuellen Ersetzungsantrag interfraktioneller Art zur Abstimmung. Diesem wurde bei 39 Ja-Stimmen, 29 Nein-Stimmen und einer Enthaltung zugestimmt. Applaus. Geschäftsordnungsantrag, Herr Scheubach. Herr erster Bürgermeister, es besteht der Verdacht, dass während der Behandlung des vergangenen Tagesordnungspunktes gegen eine sehr wesentliche Vorschrift unserer Geschäftsordnung verstoßen worden ist. Und es macht sich möglicherweise sofortiges Handeln auch erforderlich. Ich möchte zunächst die Regel der Geschäftsordnung benennen, nämlich § 6 Absatz 2. Dieser lautet: Während der öffentlichen Sitzungen sind Ton- und Bildaufzeichnungen, die nicht von der Stadt selbst zum Zwecke der Erstellung der Sitzungsniederschrift angefertigt werden, nur mit schriftlicher Genehmigung der Oberbürgermeisterin, des Oberbürgermeisters zulässig. Die Nutzung und Verbreitung genehmigter Aufzeichnungen bedarf des schriftlichen Einverständnisses jedes Mitgliedes des Stadtrates, dessen Bild bzw. Stimme aufgezeichnet bzw. veröffentlicht werden soll. Ich hatte nicht nur während der von mir gehaltenen Rede, sondern auch während der Reden anderer Ratsmitglieder den Eindruck, dass von Herrn Stadtrat Hannig rechtswidrig Ton- und Bildaufnahmen angefertigt worden sind. Er hat über einen längeren Zeitraum hinweg sein technisches Endgerät in unnatürlicher Weise in die Höhe gehalten, so wie man es gewöhnlich nicht macht, wenn man darauf etwas liest oder anschaut, sondern wenn man Dritte
filmt. Ich bitte Sie, diesen Sachverhalt zu prüfen und sofern Herr Hannig Ton- und Filmaufnahmen getätigt haben sollte, zu veranlassen, dass diese unverzüglich gelöscht werden. Ich erteile kein Einverständnis, von Herrn Hannig gefilmt zu werden, und ich widerspreche rein vorsorglich jeglicher Veröffentlichung derartiger Aufnahmen. Vielen Dank, Herr Schollbach, für den Hinweis auf die klare Rechtslage, die wir in diesem Haus gelten haben. Herr Hannig möchte sich dazu erklären. Vielen Dank, Herr Kollege Stolbach, für den Hinweis. Ich bin bereits vom Herrn Drostmann darauf hingewiesen worden, habe selbstverständlich sofort, ich hatte einen kleinen Teil tatsächlich gefilmt, gelöscht. Ich bitte um Entschuldigung, ich habe diesen Passus nicht gelesen, dass das erlaubt ist. Da der Livestream ausgefallen war, sorry, das muss Dresden Fernsehen überprüfen. Ich bitte alle Stadträte ausdrücklich um Entschuldigung. Ich habe das sofort gelöscht und werde selbstverständlich zu keinem Zeitpunkt wieder irgendwelche Aufzeichnungen anfertigen. Pardon. Gut, nehmen wir soweit zur Kenntnis. Vielen Dank.